Nee, nee, nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Mods SMP auf dem Server mit Leuten. Sucht es euch aus, wie ihr es nennt. Mir vollkommen egal. Ich nenne es so, wie es ist. Wir spielen genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Selbstverständlich mit ein paar kleineren Änderungen. Eine Truhe mehr und so Zeug. Ich will euch kurz was bei der Bibliothek zeigen. Wir haben uns nochmal mit den Ender-Chests beschäftigt und festgestellt, dass sie irgendwie doch noch geteilt sind. Ich hatte das irgendwie anders in Erinnerung. Und deswegen hat jetzt jeder eine Farbe bekommen, die ihr bei der Ender-Chest an der ersten Stelle nutzt. Was das genau bedeutet, wenn ihr es nicht wisst, werdet ihr feststellen, wenn ich meine erste benutze. Ihr seht, wir haben hier immer noch 4 Plätze frei. Einer davon ist zwar schon reserviert, aber auf jeden Fall 3 sind noch frei. Ich habe auch nochmal ein paar Bewerbungen von euch bekommen, die ich mir auf jeden Fall noch anschauen werde, beziehungsweise ich habe mich schon gemeldet, aber die Leute... Ja gut, ich habe mich gerade vor 5 Minuten gemeldet, also... Ja, ich denke, die werden sich auch demnächst noch melden. Und der erste Spieler, also Dustin ist natürlich noch dabei, der andere, der ist ja irgendwie ein bisschen träge in seiner Kommunikation, sagen wir es mal so. Deswegen werde ich vielleicht da dann doch jemand anderen bevorzugen. Das wird sich zeigen. Wie sagt man so schön, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten am besten gleich mal wieder durch, nochmal ein bisschen was aus der Erde zu kratzen, wobei ich eigentlich sehe, wir haben schon so ein paar Ressourcen. Holz haben wir jetzt nicht allzu viel, aber wir haben beispielsweise doch ein bisschen Eisen. Und ich würde sagen, damit basteln wir uns doch einfach mal schnell eine Axt. Dann geht das mit dem Fällen etwas leichter, vor allem da auf dem Server, dank Forgotten Nature. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es gut oder schlecht finden soll, aber es ist eine gewisse Mod installiert, die vielleicht die ein oder anderen von euch kennen. Die einen kennen sie unter Treecapitator, die anderen kennen sie unter Lumberjacker. Im Prinzip machen sie alle genau das Gleiche. Ihr haut einen Baum um und müsst nicht jeden einzelnen Block des Baums per Hand abbauen, sondern ihr schlagt einfach unten irgendwo einen Block weg. Zack, und der ganze Baum fällt in sich zusammen. Das ist Lumberjacker. Ich glaube, bei Treecapitator ist es so, dass sogar noch die Blätter mit abgebaut werden und so, aber die fallen ja auch von alleine auseinander. Deswegen, mich interessiert sowieso nur das Holz. Natürlich ist es zeitersparend, aber nicht wirklich cheatig, weil der Schaden, den die Axt nimmt, genau dem entspricht, was sie, den sie nehmen würde, wenn ihr die Blöcke manuell abbauen würdet. Also spart einfach nur ein bisschen Zeit. Ihr seht auch schon, die Axt hat schon einen gewissen Schaden genommen, obwohl wir hier erst ein paar Bäume abgefällt haben. Und naja, das macht einfach das Fällen etwas einfacher. Ich finde, das ist jetzt... Ja, pff, Gott. Wenn es euch stört, dann schaut weg. Ich sag euch Bescheid, wenn ich fertig bin mit Bäumen fällen. Also, naja, weiß nicht. Ich bin, wie gesagt, eigentlich immer relativ darauf bedacht, das Ganze ein bisschen balanced zu halten. So Sachen wie mit Equivalent Exchange und sowas, das fand ich einfach zu übermächtig und hab's dann ja auch in meinem letzten Let's Play nur in dem Maße genutzt, in dem ich sinnvoll fand. Also, beziehungsweise eben um ein sinniges Let's Play aufzuziehen und mir damit keine massiv unfairen Vorteile zu verschaffen. Es wird schon wieder dunkel. Jedes Mal, wenn ich hier spiele, ist es dunkel. Man sagt ja generell, im Dunkeln ist gut munkeln, aber im Dunkeln rennen hier auch eine ganze Menge Creeper rum. Oh komm, bau doch den blöden Block ab. So, brauche ich nicht. Ja, hier sind unsere Rubber Trees, die wollen wir natürlich nicht umhauen. So, hier ist noch ein Baum und da noch einer. Und da vorne noch. Und dann machen wir uns auch bald wieder auf den Weg nach Hause. Wie gesagt, wir wollen eigentlich hier nur mal ein bisschen Holz haben, um das eine oder andere zu basteln. Wir werden vielleicht uns noch schnell aus den restlichen Eisen, also ich habe noch eine Schere bauen, wenn ich in der Nähe noch ein paar Schafe rumeiern sehe, dann werden wir denen ihrer Wolle noch berauben. Denn dann können wir uns ein Bett machen und müssen uns nicht mehr um diese blöde Tageszeit kümmern. Es gibt ein Item, das in diesem Modpack vorhanden ist, das einem erlaubt, die Tageszeit zu ändern. Aber das ist nicht ganz so einfach zu ergattern und erfordert... ja, es ist wohl schon Nacht, denn diese Spinne da hat sich... Ja, ja, komm her. Genau. So, hier. Hättest du dir nochmal anders überlegen sollen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt oder gehört habt. Ich habe einen Fehler gemacht gehabt bei der Installation von Matmos, also Minecraft Atmospheric Sounds oder wie auch immer man das nennen will. Die funktionieren jetzt. Und Creepy Creeper! So. Ja, wir gehen mal wieder zurück.
Das ist ja so. Da. Ja, die kommen nämlich hier noch. Ja, genau, das habe ich nämlich gedacht. Spinnen hopfen mir nämlich immer noch in mein Haus rein, denn die haben da keine großen Skrupel mehr, über die Mauer zu klettern. Deswegen schnell eine Schere und dann vielleicht noch was zu essen. Was habe ich denn noch so zu essen? Auch nur noch ein paar Raspberries. Das ist natürlich nicht allzu viel. Sollte ich mir vielleicht mal noch einen Apfelbaum irgendwo hinpflanzen? So vor die Tür oder so. Oh, da vorne ist einer. Oh, da ist ein Schaf. Komm hier, schief, Schafi, Schaf. Eins Schaf. Toll. Ein Schaf, eine Wolle. Yay. Und fünf Creeper, drei Skelette. Ja, sogar noch ein Spider-Jockey. Ist klar. Nee, ja. Könnt mich mal. Ist keine Lust mehr, mich mit dem Spider-Jockey abzugeben hier. Gehe ich lieber zu den Schafen hier drüber. Du So, hast das sieht Glück besser aus. mal Ja, wieder. jetzt. Weißt du, Spider-Jockey sieht man sonst fast nie, ja. Aber dann, wenn man mal kurz nur ein bisschen Wolle haben will, dann ist da eine riesen Armee von Monstern, ja. Na komm her, dann wirst du jetzt doch halt schnell umgelegt. Komm, das wird doch hier kein Problem sein, dich da loszuwerden. Ah. Oh. Hui. Ah, vielleicht war es ja doch ein bisschen größeres Problem. Puh. Das hüpft bestimmt gleich die Spinne über die Seite rein und überfällt mich. Ich kenne das schon. Deswegen mal schnell die Hühnchen kochen. Oh, ich höre einen Zombie. Le Zombie. Wie sie auch im allgemeinen Sprachgebrauch genannt werden. So, dann machen wir doch mal ein Bettchen. Wo steckt ihr denn gerade? In welcher Welt? Bergbau, Beide? normale Welt. Nein, wer ist in der normalen Welt? Geh weg. Oder leg dich ins Bett. Ah, es ist Tag. Gut. Ah, verbrennt, verbrennt. Verbrennt elendig. Ja, ich bin immer noch mit einem Herzen. Vielleicht sollte ich da erstmal was essen, bevor ich euch beim Brennen zuschaue. Ha, du brennst. Du bist tot. So. So gehört sich das blöde Dinger da. So, den restlichen, die restliche Kohle nutzen wir, um das vorhandene Eisen mal zu schmelzen. Ich muss aber nochmal unter Tage, fällt mir gerade auf, denn ohne Zinn werde ich es schwer haben, einige der Maschinen zu bauen. Das wird wahrscheinlich kein leichtes Unterfangen. Wobei ich das schon fast eher als unmöglich bezeichnen würde. So, machen wir uns mal ein paar Stöckchen. Das sollte genug sein. Und dann warten wir noch ein bisschen Eisen ab. Ah, das erinnert mich daran, ich wollte mir einen Apfelbaum pflanzen. Ey, was? Bleib weg. Ich weiß auch nicht, warum diese Plains so monsterbevölkert sind. So, zwei Äpfel, drei Äpfel. Nehmen wir den noch mit. Den hier. Den. So, mal wieder erstmal ein paar Äpfel. Und wenn wir nämlich Äpfel essen, hast du mir gerade ein Ei vor die Nase gelegt? Du bist ja ein nettes Huhn. Wenn wir einen Apfel essen, was wir gerade nicht können, denn wir sind mal wieder vollkommen ausgehungert. Ausgegessen. Keine Ahnung, wie man das nennt. Also wir sind satt. Dann kriegt man diese Apfelputzen, die ihr vielleicht schon gesehen habt. Und mit denen kann man einen Baum pflanzen. Ja, ich habe keinen Apfelputzen dabei. Denn ich neige dazu, die liegen zu lassen, weil sie irgendwie recht sinnlos sind. Aber naja, hätte in dem Fall vielleicht doch mal was gebracht. So, acht Eisen. Das heißt, wir machen uns auf jeden Fall ein Schwert. Das sind zwei. Und dann machen wir uns einfach noch zwei Pickaxes. Das sind eins. Zwei. So. Denn damit lässt sich unter Tage was anfangen. Gehen wir nämlich erstmal noch eine Runde graben. Ich habe gerade noch so eine Möglichkeit im Hinterkopf, dass ich mir vielleicht. Wir schauen mal, wie es mit den Bags von Forestry aussieht. Das ist jetzt ein Pack, oder? Genau. Adventurous Backpack, APR's Backpack brauchen wir nicht. Wir brauchen auch kein Builders, wir brauchen höchstens ein Diggers oder vielleicht sogar eher ein Miners Backpack. Wo ist er denn? Hier, Miner Backpack. Zwei Eisen, zwei Wolle, vier String. Vier String haben wir. Wir haben sogar acht, das ist wunderbar. Zwei Wolle. Dann können wir uns vielleicht auch noch gleich den Diggers Backpack basteln.
2 Stone. Ja, man würde es kaum glauben, aber das ist das, was mir tatsächlich fehlt. Naja. Gut, machen wir erstmal 2 Truhen noch. Na. So, 2 Truhen, 2 Wolle. 4 Wolle brauche ich. Dann brauche ich 2 Eisen und 2 Stein, richtig? 2 Eisen haben wir. So, ein bisschen mehr als 2. Dann gehe ich jetzt halt mal schnell irgendwo ein bisschen Stein aus dem Boden kratzen oder weißt du was? Ich baue es einfach aus meinem Haus raus. So. Was soll's denn? Was soll's denn, ne? So, dann brauchen wir nochmal ein bisschen Kohle. Kohle hole. So, dann können wir auf jeden Fall den ersten schon mal machen. Wolle. Eisen. Und 4 Strings in die Ecken gibt uns unseren Miner's Backpack. Wunderbar. Und den Digger's Backpack kriegen wir hoffentlich gleich auch. Den Digger Pack. Yo, Digger. Genau, und hier kommt nämlich der Stein, der gewandte Stein an die Seite. Sonst das gleiche Muster. Ja, was machen diese Backpacks? Werden sich jetzt vielleicht einige von euch fragen, die Forestry nicht allzu gut kennen. Was keine Schande ist. Diese Backpacks nehmen automatisch verschiedene Sachen auf. Also wir haben das einfach mal, wir haben hier ein bisschen Erz, wir haben hier ja, Gravel und Dirt sind dafür da, um das zu demonstrieren, denke ich, ganz okay. Also wir schmeißen das Zeug jetzt hier auf den Boden. Und wir sehen jetzt, wir haben hier den Digger's Backpack und wenn ich das Zeug jetzt einsammle, dann seht ihr, dass es nicht funktioniert hat, denn Kupfer ist nicht eingetragen, aber normalerweise, also wenn wir es jetzt mit Eisen machen würden, dann würde Kupfer in unserem Miner's Backpack landen, das wäre eine Konfigurationssache, sollte ich vielleicht mal noch machen. Und im Digger's Backpack landen eben so Sachen wie Stone, Gravel, Dirt und dergleichen. Es gibt da verschiedene Funktionen, wenn man den Backpack in die Hand nimmt. Also wir haben ja gesehen, es gibt hier die verschiedensten Sachen. Also Adventures Backpack ist beispielsweise für, ich glaube, das ist der, Adventures, vielleicht für Essen oder so, weiß ich gar nicht genau, wofür der ist. Apiarist Backpack ist klar, ist für Bienen mit 125 Slots, relativ groß. Dann haben wir ein Builder Backpack, da sind so Sachen drin wie Bricks und sowas, also wenn man was bauen will. Gibt es übrigens immer in 2 Größen, allerdings ist die nächsthöhere Größe relativ teuer. Erstens ein Diamant, außerdem jede Menge Woven Silk. Und Woven Silk ist ein Nebenprodukt von einer Bienenproduktion, was gar nicht so einfach zu bekommen ist. Das dauert recht lange. Dann haben wir den, also wie gesagt, Digger's Backpack für alles, was man so aus der Erde kratzt, was eben nicht in den Miner's Backpack gehört. In den Miner's Backpack kommen eben alle Erze und so wertvollere Sachen. Dann haben wir den Hunter's Backpack für Monster Drops und den Forester Backpack für alles, was mit Blumen und Holz und so zu tun hat. Ja, so viel dazu. Und das Schöne ist, man kann diese Packs direkt leeren, indem man an eine Truhe geht, also wir sehen jetzt hier Rechtsklick, öffne das Inventar, wir haben hier Dirt und Gravel drin, wenn ich jetzt einen Shift gedrückt halte und Rechtsklick auf die Truhe mache, dann wird der automatisch geleert und der Inhalt landet in dieser Truhe hier. Außerdem, wenn man sie einfach so in der Hand hält und Shift-Rechtsklick macht, kann man die verschiedenen Modi durchschalten, das ist der Locked-Mode, der Receiving und der Resupply-Mode. Im Resupply-Mode kann ich mir beispielsweise ein Stack Cobblestone oder Dirt oder sowas auf die Leiste ziehen und der Digger's Backpack wird immer dafür sorgen, dass genau dieses Deck voll bleibt, der Rest bleibt im Backpack. Im Receiving Mode ist es genau umgekehrt, wenn ich jetzt einen Shift-Rechtsklick auf eine Truhe mache, dann hat er jetzt alles rausgenommen, was eben in diesen Backpack reingehen würde aus der Truhe. Wir können ja mal gucken, was wir da noch drin haben. Ja, hier zum Beispiel Appetite, Coal und Iron sind jetzt hier in meinen Miner's Backpack gelandet. Und wie gesagt, Resupply Mode ist aber eigentlich das, an dem wir eher interessiert sind, beziehungsweise für den Miner's Backpack brauchen wir gar nichts. Ich würde sagen, der Locked Mode ist relativ selbsterklärend, das sperrt einfach den Rucksack, sodass weder was rein noch rausgenommen wird, automatisch. So, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben immer noch keinen Hunger. Na, dann müssen es die 7 Äpfel eben tun. Wir begeben uns, ja, aber eine Sache hätte ich vielleicht noch schnell machen sollen. Und zwar, wir nehmen uns noch ein bisschen, wir haben nämlich fast alles dabei, was irgendwie sinnvoll ist, außer vielleicht mal noch ein paar Fackeln. Und das ist bekanntlich auch nicht allzu verkehrt, wenn man unter Tage geht. Man soll ja sowas sehen können. Denn wir müssen uns jetzt mal auf die Suche geben nach den diversen Erzen, die uns noch fehlen. Zu selbigen gehören natürlich Redstone und ja,
Diamanten und Gold und sowas, also klassische Minecraft-Sachen, aber auch so Sachen wie Uran oder Zinn oder sonstige Sachen, die mir jetzt gerade nicht einfallen. So, Forsythium kennt ihr schon. Forsythium ist sicherlich eine Sache, die wir am Anfang so gut wie überhaupt nicht nutzen werden. Das ist eher sowas, was einem die Truhen zumüllt, aber naja, mein Gott, es gibt Schlimmeres. Ja, ist immer noch der Bienenstock in der Höhle, was ich ja schon sehr interessant finde. Es gibt auch Höhlenbienen, habe ich mir sagen lassen, aber die gehören da nicht dazu. So, jetzt zum Beispiel mal zum, sehen wir, wir haben noch nichts in unseren Taschen, außer das Forsythium, was nicht weiß, wo es hin soll. Aber wir haben hier den Diggers Backpack, in dem den Cobblestone gelandet ist. Und davon ziehe ich mir jetzt den Stack auf die Leiste, um zum Beispiel, wenn ich mich halt irgendwo hier hocharbeiten will, nehme ich halt meistens Cobblestone dafür, denn davon kratzt man nun mal doch genug aus der Wand. Und der Diggers Backpack wird jetzt dafür sorgen, dass immer ein Stack voll auf meiner Leiste bleibt und der Rest in der Tasche verschwindet. Das werdet ihr jetzt... Das sieht man jetzt natürlich am Anfang noch nicht, da ich noch nicht einen kompletten Stack mit mir rumtrage, aber das kommt noch. Werdet ihr schon noch sehen. Und ansonsten landet jetzt erstmal, also ihr seht auch den Stone, den ich jetzt einsammle, der landet nicht erstmal in meinem Backpack, sondern landet jetzt direkt auf der Hotbar, denn, wie gesagt, noch kein voller Stack vorhanden. So, kleiner Tipp für Höhlenorientierung. Ah, hier haben wir übrigens eins der Erze, was ich euch gerne zeigen wollte. Das hier, dieses grün schimmernde Zeug, das ist Uran. Uranium Ore, um genau zu sein. Also Uranerz. War früher mal eine Hölle an EMC-Wert, wurde Gott sei Dank gepatcht. Wer überhaupt noch, wer von euch weiß, was EMC ist, der wusste das ganz sicher auch. Ja, mittlerweile hauptsächlich nur noch dafür benutzt, wofür es ursprünglich gedacht ist, und zwar zum Herstellen von Nuklearreaktoren. Ja, richtig gehört. Nuklearreaktoren. Und zwar Nuklearreaktoren aus Industrial Craft. Industrial Craft bietet neben der Möglichkeit, aus Sonnenenergie und geothermalen Kraftwerken, also aus Lava und natürlich aus Kohle selbst oder irgendwelchen Verbrennensachen, Energie zu generieren, gibt es eben auch die Möglichkeit, hochkomplexe Nuklearreaktoren zu bauen. Dazu werden wir sehr spät erst wirklich was machen. Ich weiß noch nicht, mal schauen, wie es mit den Ressourcen steht. Denn die sind durchaus sehr teuer. Und zwar nicht das Uran ist das teure, sondern die ganzen anderen Materialien. Ihr braucht eine ganze Menge Eisen und vor allem viel Kupfer und so andere Sachen. Denn neben den eigentlichen Uranbrennstäben braucht man natürlich auch die zugehörigen Komponenten. Also eine Reaktorkammer und... ja, so hitzeableitende Elemente und lauter so Gedöns halt. Ah, Creeper. Oh, schön, du hast ein bisschen Erz freigelegt. Was ihr vielleicht auch gerade eben beobachtet habt, ist, dass meine Spitzhacke kaputt gegangen ist und ich magisch eine neue in der Hand hatte. Und das liegt nicht daran, dass ich irgendwie unendlich Spitzhacken hätte oder sowas, sondern ihr erinnert euch dran, ich habe mir zwei gemacht, habe aber nur noch... Also, ich hatte zweieinhalb und jetzt habe ich zwei... 5/8 oder so, keine Ahnung. Das liegt einfach an Inventory Tweaks und Inventory Tweaks füllt sozusagen eure Hotbar immer mit dem nach, was ihr gerade aufgebraucht habt. Soll es sein jetzt Cobblestone, wenn ihr was bauen würdet, oder eben auch Werkzeuge. Das heißt, solange ihr ein neues Werkzeug in der Tasche habt von der gleichen Sorte, tauscht das automatisch dieses Werkzeug gegen die vorhandene Version aus und somit müsst ihr nicht dann erst im Inventar rumgraben und eure nächste Pickaxe rauspopeln, sondern könnt euch getrost darauf verlassen, dass Inventory Tweaks das für euch erledigt. Wie gesagt, hauptsächlich alles so Komfortfunktionen, die damit einhergehen. Ja, was ich vorhin noch sagen wollte zum Thema Fackelplacement und sowas, wenn ihr eure Fackeln immer an einer Seite der Wand setzt, sei es jetzt links oder rechts, das ist vollkommen egal, habt ihr es wesentlich leichter, wieder aus Höhlen rauszufinden, denn dann müsst ihr natürlich logischerweise einfach nur die Fackeln auf der anderen Seite halten. Soll heißen, wenn ihr reinlauft und alle eure Fackeln auf der rechten Seite setzt, dann müsst ihr beim Zurücklaufen einfach nur gucken, dass die Fackeln alle von euch links sitzen. Ist in großen Höhlen nicht immer ganz so einfach, aber dann einfach mitten auf den Boden setzen, dann kommt man da nicht so durcheinander. Von wo schießt da auf was auf mich? Hey, hey!
Jetzt lass mich dich doch hauen. Hey, 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 genau, so. Also hier in dem Fall einfach mitten auf dem Boden. Ich würde mich ja tendenziell mal gerne in der Höhle etwas weiter nach unten arbeiten. Denn wie gesagt, wir wollen eigentlich an die... an den Hot Stuff, an die coolen Sachen. An das Zeug, mit dem die coolen Kinder spielen. An Zinn und Gold, Redstone, etc., etc. Denn, ja, ist natürlich ein Modded Minecraft, was sehr technisch lastig ist. Und da haben wir auch schon das erste gefunden, das ist schön, aber erstmal popeln wir noch das Eisen aus der Wand. Und da hat eben viele der Mods haben eben was mit Elektrizität zu tun. Teilweise auf ihre eigene Art. Ich glaube, momentan ist Industrial Craft das einzige, was wir installiert haben mit Elektrizität. Bin gerade nicht ganz sicher. Gut, Buildcraft bringt auch seine eigene Sorte von Elektrizität mit, aber die ist nicht so angewiesen auf... ja. Irgendwelche speziellen Materialien. Hingegen Industrial Craft schon. Nee. Kann mich gerade auch nicht. Ich bin gerade unter Tage. Ja, also was ihr hier seht, dieses weiße Zeug, das ist Zinn, das ist das, was wir gesucht haben. Tin Ore. Ja. Das ist das Zeug, aus dem die Träume sind. Nein, Quatsch, natürlich nicht, sondern das ist einfach nur nötig für alles, was wir mit Industrial Craft machen. Benutzt sehr viel Zinn, um beispielsweise Batterien zu bauen, oder es gibt auch Kabel nur aus Zinn und so weiter. Dazu kommen wir aber gleich. Das heißt, das Zeug popel ich jetzt hier aus der Wand und freue mich drüber. Und wir sehen hier gleich nochmal was anderes. Das kommt von der More Fossils Mod. Oh, hier sind aber schön viele Erze. Da werde ich gleich lang gehen. Das hier ist Permafrost. Das betrifft, wie ihr seht, oft die umliegenden Blöcke und da kriegen wir so lustige Sachen raus wie gefrorenes Fleisch oder teilweise auch mal ein Farn oder sowas im Großen und Ganzen. Aber eher ein unspektakulärer Block. Er hat allerdings eine sehr spezielle Eigenschaft und zwar kann Permafrost Wasser gefrieren lassen, beziehungsweise kann nicht, sondern tut es. Soll heißen, wenn ihr Wasser neben einen Permafrostblock setzt, ich glaube fließendes Wasser tut es auch, dann wird es zu Eis. Was zu Problemen führen kann, wenn man beispielsweise einen Quarry mit Wasser flutet. Allerdings kann man das sicherlich auch zu seinem Vorteil nutzen, falls man irgendwie an Eis kommen möchte oder irgendwo was mit Eis herstellen. Wobei man natürlich einen Permafrostblock nicht auf die klassische Art und Weise abbauen kann, sondern ihn... Ich weiß nicht, ob Silk Touch funktioniert, aber was auf jeden Fall funktioniert, ist, ihn mit einer Portal Gun zu nehmen und ihn durch die Gegend zu tragen. Und ich erwähne es nochmal, ich rede hier natürlich viel über Dinge, bei denen die meisten sagen so, what? Portal Gun? Wovon redet er eigentlich? Aber das kommt alles zu seiner Zeit. Ihr werdet sehen, von was ich rede. Ihr werdet sehen, was diese Mods können. Die Leute, die die Mods schon kennen, die wissen dann, wovon ich rede. Und die anderen, die verstehen es spätestens dann, wenn ich es erklärt habe. Aber keine Angst, das sind hier keine essentiellen Informationen oder irgendwas, was ihr jetzt sofort verstehen müsst. Das sind einfach nur so kleine Seitenhinweise, die ich da ab und zu mal so von mir absondere. So, ich würde mal sagen, ich grab mich noch ein bisschen durch die Wände, bis wir auf, bis ich meine zwei Spitzhacken hier aufgebraucht habe. Ich nehme jetzt einfach momentan einfach mal alles mit. Zwar gesagt, ich will mich nach unten vorarbeiten, aber ich kann dann halt einfach hier nicht an so Erzen vorbeilaufen. Das ist so eine Krankheit. Auch wenn man es eigentlich gar nicht braucht und schon viel zu viel davon hat, man weiß, dass man es irgendwann doch braucht, und dann müsste man hier unten wieder rumturnen und da habe ich jetzt überhaupt gar keine Lust drauf. Dementsprechend nehme ich es einfach gleich alles mit und dann sind alle happy und glücklich und zufrieden und singen im Kreis und sonst irgendwie, keine Ahnung. Dementsprechend würde ich sagen, ich mache mal kurz einen Cut. Und ja, wenn ich irgendwas Interessantes finde, erztechnisch oder fertig bin, sehen wir uns wieder. Also, bis gleich. Ja, ich würde sagen, es könnte noch einen Augenblick länger dauern, bis wir dieses Video mit vollen Taschen wieder anschmeißen, so wie das aussieht. Ja, ihr seht, was hier passiert ist. Lava schwimmen tut nicht gut. Und ich habe die erste Regel von Minecraft gebrochen und wurde direkt bestraft dafür. Niemals direkt nach unten graben. Ja, toll, ich freue mich. Not.
Ja. Ihr freut euch bestimmt ganz toll, dass ich jetzt hier nochmal alles neu machen darf. Ich habe alles verloren, meine Backpacks, einfach alles. Naja, okay, bis in 3 Stunden oder sowas. Keine Ahnung, wann ich wieder mein Zeug zusammen habe. Okay, ich habe mir das anders überlegt. Wir machen uns jetzt erstmal ein neues Linking-Book und dann schauen wir mal, was die anderen zwei da so gerade treiben. Weil dann werde ich einfach zwischen den Episoden das Ganze meinen und sonst irgendwas machen, anstatt da jetzt hier die Episode unnötig künstlich rauszuzögern. Ich will allerdings mir noch schnell ein neues Linkbook hierher machen, dass ich wenigstens wieder nach Hause komme. So, ab zur Bibliothek. Ja, so viele Ressourcen. Das tut so weh. Dann machen wir uns das noch schnell. Intralinking, Following und benennen es. Und dann kommen wir wenigstens wieder nach Hause. Och Mann. Ah. Glaubt euch gar nicht, wie ich mich gerade gefreut habe, dass ich so schön viele Sachen finde und dann. Und dann fällt einfach alles in die Lava. Naja, das ist wohl der sogenannte Lerneffekt. Wo treibt ihr euch denn gerade rum? Ich bin im. Im? In meinem Todesloch. Okay, dann komme ich mal da kurz vorbei. Also im Bergbau, schätze ich mal, sollte das heißen. Bergbau und wo? 1658. Sag doch mal etwa die Richtung. Von wo? Da sind jetzt lauter so Löcher. Und die XYZ-Position. Ah, was? 1658 minus 109. 16. Und YCT für Wins. 58 plus? Ja, 58. Und Z? Minus 109. Minus 109, also doch die Richtung. Noch ein besonderes, was ich gerade mache. Juhu, ich springe über ein Ölloch. Ah, da vorne steht eine Iron Chest. Wie dekadent, kann sich schon eine Eisentruhe leisten. Und ich? Dafür habe ich nicht einen einzigen Diamanten. Hat jemand eine Treppe gebaut, ganz offensichtlich? Ja, von Hand. Assistier mein Turtle. Ja, die Jungs, die spielen schon fleißig mit Turtles, da kommen wir irgendwann auch noch dazu. Wie ihr sehen könnt, dass diese Turtle läuft gerade im sogenannten Excavate Mode, heißt, sie baut einfach einen Schacht. Ich glaube, das hier sind so 8x8, würde ich sagen. 8x8. 8x8 tief und gräbt die Turtle jetzt eben bis ganz nach unten. Und da turnt Final Space rum und wartet schon darauf, dass die Turtle irgendwann bei ihm ankommt. Scheint jetzt ja nicht so wahnsinnig erfolgreich gewesen zu sein. Natürlich ist die Ressourcenausbeute auf so einem kleinen Raum eher gering. Was uns übrigens gerade aufgefallen ist, dass Turtles anscheinend, wenn sie im Excavate-Modus sind, Stein nicht in ihr Inventar packen. Wenn wir jetzt mal schauen. Hallo, lass dich mal anklicken. So. Sie ist zwar fast voll, aber wir sehen, es ist kein Cobblestone und kein Stone drin. Es ist nur ein bisschen Sand und Dirt und Kohle und sonstiges. War ja bisher nicht sonderlich erfolgreich, dein Maschinchen hier. Naja, ist eigentlich nur ein Test, ob wir nur sehen, wie gut das Graben überhaupt macht. Oh, wir sehen gerade, die Turtle ist offensichtlich voll. Und wenn die Turtle nämlich voll ist, dann passiert das, was wir hier gerade sehen. Sie fährt nach oben und ich bin nicht so schnell. Blöde Treppe. Hey! Das habe ich auch nicht. Und zwar muss man das Excavate-Programm so starten, dass die Turtle sozusagen vor einer Truhe steht. Und dann, da oben ist diese Truhe, wo es angefangen hat. Und da fährt sie jetzt hin, lädt den ganzen Inhalt ab, den sie in ihrem Inventar hat. Vielleicht sehen wir das noch schnell. Nein, schon zu spät. Aber sie seht, sie ist leer, sie hat mich gehauen, vielen Dank auch. Und lädt alles in die Truhe und jetzt fährt sie wieder nach unten. Sie hat sich im Prinzip gemerkt, wo sie war. Fährt wieder ganz nach unten und macht einfach weiter. Braves Törtelchen. Gehört natürlich zur Computercraft, falls ihr es nicht wisst. Ist im Prinzip ein Computer, der mit einem Werkzeug ausgerüstet wurde und sich dann
dementsprechend bewegen kann und verschiedene Aufgaben vollführen. Wir sehen jetzt hier, arbeitet sie ganz gemütlich weiter. So. Jetzt gucken wir mal, wo der andere sich rumtreibt. Wo steckst du? Bei meinem Haus, aber es sieht immer noch so aus wie vorher. Da futtert jemand Äpfel und da sehen wir auch die Äpfelbutzen, die auf den Boden fallen. Daraus kann man einen neuen Apfelbaum bauen, züchten, was auch immer, wie man das nennen will. Hier sind, Truhen hat auf jeden Fall nicht zu wenige und auch wesentlich mehr Ressourcen als ich. Na hier, Gold. Habe ich noch nicht mal ein einziges Mal bisher gesehen. Und na, was ist das? Goldstaub? Das heißt, du hast auch schon irgendwie einen Macerator oder so? Ne, ich gehe mal zu dem Dings, zu dem anderen hin und benutze ich seine Sachen. Na genau, da können wir nämlich auch gleich nochmal vorbeischauen. Die waren nämlich schon etwas fleißiger. Glowstone, Redstone, Diamanten. Das ist ja hier das reinste Schlaraffenland hier. Alles da, was das Herz begehrt. Und vier Öfen, die hier fleißig Iron schmelzen. Ich denke, ich werde auch am Anfang, hatte ich ja zumindest vor und bevor meine ganzen Sachen jetzt hier alle sich verabschiedet haben, dann irgendwie einen gemeinsamen Ressourcenpool oder sowas, so eine Halle anzurichten, in der dann jeder die Maschinen nutzen kann. Hier sehen wir übrigens schön einen Forestry-Briefkasten, wie er auch vor der Bibliothek steht. Damit kann man Ingame-Post verschicken, wie das funktioniert. Ja, auch dazu mehr bei Zeiten. Hier hat es ein paar Apfelbäume in der Nähe. Ich würde mal sagen, wir besuchen mal da drüben dieses Millionaire-Haus und ich weiß da genau, was das ist. Das ist nämlich eine Schenke. So, hier haben wir ein paar Äpfel, ein bisschen was futtern auf dem Weg dahin. Das ist ein alleinstehendes Gebäude, das gehört nicht zu einer Stadt, sondern das Lone Building. Und die Bewohner dort, die verkaufen einem eben auch das eine oder andere. In dem Fall ist es, glaube ich, was zu essen. Wir schauen mal. Ja, sie verkaufen Brot, so eine Wurst und noch so irgendwas anderes. Ich glaube, Kuhmagen und ein paar Sachen zum Trinken. Bei manchen Sachen seht ihr hier, benötigt das Ansehen. Favorite Trader, also man muss sich das Ansehen erarbeiten. Außerdem haben wir überhaupt gar kein Geld, deswegen alles leer. Wir können zwar hier in die Truhen schauen, aber das sind verschlossene Truhen. Wir schauen mal, wo sie ihr Lager momentan haben. In irgendeiner der Truhen wird es wohl sein. Nein, das nicht. Das ist nämlich das hier drin. Aber ihr seht, ich kann hier nichts rausnehmen. Ich kann damit nicht interagieren. Das ist übrigens ein Zimmer, in dem man sich dann auch aufhalten könnte. Das ist hier eine normale Truhe. Das heißt, es ist ja ein Gasthaus. Also wäre jetzt nicht das große Problem. In dem Bett kann man auch schlafen, denn die schlafen eigentlich nicht. Die stehen nur dumm rum nachts. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Die Mod bietet so mehr als genug. Okay, dann schauen wir mal noch bei den anderen vorbei. Zurück zur Bibliothek. Off we go. Hier schauen wir mal rein. Wir sehen, da ist schon ein bisschen mehr getan, haustechnisch. Auch die zwei Bücher natürlich zu den einzelnen Bereichen, den Truhen. Zwei Sattel und hier sind schon lauter Maschinen und Tree Taps und Cells und sowas. Ja, hier alles schon voll Hightech und wir eiern da noch rum. Hier liegt sogar schon ein Mining Drill rum. Und wir haben gerade gar nichts in der Tasche, außer fünf Apfelbutzen. Aber ich sag's euch, wir werden hier noch richtig abgehen. Schön, toll. Ah ja, genau, hier haben wir eine Bedbox. Ich will da jetzt gar nicht allzu sehr drauf eingehen, denn das werde ich natürlich dann alles selbst erklären. Hier Stromversorgung über Solarzellen realisiert. Auch nicht unbedingt verkehrt. Allerdings etwas langsam in der Produktion selbst. So, ich würde mal sagen, im Nether End und Twilight Forest war offensichtlich noch niemand, sonst hätten wir vielleicht da schon ein paar Bücher, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Dann machen wir uns mal auf nach Hause, schmeißen unser Linking Book in die Truhe und schmeißen uns in die Falle. Und euch schmeiße ich raus und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Minecraft Mods Server. Ich muss mir da noch was Genaueres überlegen. Was nehmen wir denn? Let's Play SMP Mods? Let's Play Server Mods? Let's Play Together Mods? Wie immer, viel Spaß und ciao.